Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Foundation. Ja, hier sehen wir noch Bauplätze, wo bald ein neues Fischerdorf existieren wird. Und ich hoffe, dass unsere Siedler sich dann hier einigermaßen wohlfühlen werden. Ich gehe stark davon aus, denn sie sind nicht sehr weit entfernt von Flusswald, unserer wirklich prosperierenden Stadt. Und sie haben auch hier schon Baurechte, also wir haben ihnen hier Plätze zugewiesen, wo sie bauen dürfen. Und ich hoffe, das haben wir dann auch alles so richtig gemacht. Ja, okay. Wir haben sehr, sehr viele Häuser, Wohnungen momentan im Bau. Und unsere Baumeister sind wirklich sehr beschäftigt. Einige sind schon fertig, wie dieses hier, aber es werden trotzdem immer noch mehr gebaut. Und ich glaube, man kann tatsächlich sagen, ich habe es jetzt schon mehrmals angesprochen, dass wenn dieses Fischerdorf fertig ist und ich damit zufrieden bin, dann wird dieses Let's Play zu Foundation tatsächlich ein Ende gefunden haben. Da werden wir noch eine finale Folge machen und da werden wir uns nochmal ein wenig daran zurückerinnern, von wo auf Flusswald gewachsen ist. Und ja, ich glaube, das kann sich schon wirklich sehen lassen. Aber das ist noch etwas, das liegt noch etwas in der Zukunft. Erstmal wollen wir uns natürlich jetzt hier auf das Fischerdorf konzentrieren. Ja, ich wollte eigentlich noch den mechanischen Brunnen bauen. Ich habe nochmal geguckt, ob ich irgendwie was erfahre. Aber nee, irgendwie ist das einfach ein sehr blöder Bug. Ich habe ein, zwei Sachen noch ausprobiert, die ich im Internet gefunden habe. Aber es hat alles nichts geholfen. Ja, das tut mir sehr leid. Ich wollte das wirklich, wirklich gerne machen, aber das Spiel will mich einfach nicht lassen. Na gut, okay. Kann man nicht ändern. Ist halt leider so. Müssen wir mitleben. So, dann schauen wir nochmal bei unserem zukünftigen Fischerdorf. Der Brunnen ist bald fertig. Die erste Fischhütte wurde schon begonnen zu bauen. Und auch unsere Brücke wird schon fröhlich von unseren Dorfbewohnern genutzt. Das ist ja wirklich schön. Anscheinend haben wir hier, sie ist eine Trägerin. Ist sie momentan? Sie hat gerade frei. Okay. Na gut, wenn sie gerade frei haben. Ich hätte gedacht, dass die Träger dann vielleicht sogar eine kürzere Route haben. Aber dem ist dann wohl nicht so. Na gut, macht ja nichts. Die Brücke brauchen wir schließlich trotzdem. Was ich mir gedacht habe, wir können doch eigentlich auch dieses Wohngebiet hier freigeben. Obwohl direkt vor dem Kloster eher nicht so. Das fänden die Mönche bestimmt nicht so cool. Die wollen ja bestimmt ihre Ruhe haben. Aber ja, so bis hierhin können wir das doch freigeben. So. Ja, wunderbar. Schau gerade nochmal, überlege gerade nochmal, wir haben ja wirklich alle Großprojekte jetzt beendet, ne? Ja, ein letzter Angriff mit unseren Soldaten. Einfach. Ja, kommt, das machen wir dann auch nochmal. Ne, tatsächlich. Großprojekte sind alle beendet, es sind tatsächlich nur noch die Fischerhütten hier. Die haben natürlich einen sehr, sehr weiten Weg zum Markt. Ne? Wir könnten, um denen das Leben dann natürlich auch noch deutlich zu erleichtern. Jetzt muss ich selbst mal gucken. Markt. Wo war der Markt? Da. Dann könnten wir auch hier einen Fischmarkt schon mal errichten. Lebensmittelstand. Andersrum. Da kommt er hin. Blaues Zelt. Zeichen an die Straße. Ein paar Fässer, wo der Fisch drin gelagert wird. So. Und vielleicht noch hier eine Bank. Schön am Brunnen, wo die Fischer sich dann vielleicht am Tag ausruhen können. Nachdem sie wiedergekommen sind. So. Ja,
haben wir das auch. Dann brauchen wir jetzt nur noch genug Arbeitskräfte. Haben wir schon wieder Arbeitslose? Die wird dann später dafür nutzen können. Einen momentan nur. Ah, schade. Den müssten wir eigentlich hier hinten erstmal in der Goldmine einsetzen, würde ich sagen. So. Da fehlte ja noch einer. Und hinten beim Holzfällerlager, hier hinten, da fehlt auch noch einer. Müssen wir auch noch einsetzen. Haben wir schon wieder Edelsteine gefunden? Ne, leider nicht. Hier das Golderz, das können wir nochmal wieder entfernen. So. Brauchen wir ja eigentlich gar nicht. Hier wird fröhlich weiter gebaut. Und damit sind die ganzen Gebäude, die wir in Auftrag gegeben hatten, schon durch, ne? Gebäude wurden schon alle gebaut. Also auch die Häuser. Ja. Mein Gott, das ging jetzt aber wirklich schnell. Unsere Baumeister sind wirklich fix. Das kann man nicht anders sagen. Gut, und für die Fischerhütten, da brauchen sie natürlich ein bisschen länger, weil die Wege weiter sind. Na, ich bin schon überlegen, ob wir noch irgendwo was bauen können, aber wir müssen, wir können momentan einfach nichts verbessern, ne? Das ist alles schon gut, wie es ist. Upsala, entschuldigt. Ich war gerade abgehängt, abgelenkt von einem unserer Haustiere. Tut mir wirklich leid. Oh Gott. Fische heute fertig. Wir haben aber keine Arbeiter mehr. Na, das ist natürlich doof. Zufriedenheit ist aber okay. Jetzt haben gerade auch alle Leute Zugriff auf Gottesdienst. Ich verstehe nicht, warum Wasser so ein Problem ist. 2%. Das sind bestimmt die Leute, die dann halt lange arbeiten, den Weg nach Hause gehen und dann... Oh, zwei neue Bewohner, sehr schön. Und die dann, nachdem sie zu Hause gekommen sind, erstmal Pause machen. Und ja, das Bedürfnis wird dann halt immer größer. Ich glaube, das ist einfach so ein Standardwert. Unsere Soldaten sind zurück. Was haben sie uns mitgebracht? 821 Gold, 57 Brot, 9 Eisen und 20 Werkzeug. Eieiei, eine gute Ausbeute. Schauen wir mal direkt nach, wie es unseren Männern und Frauen unserer kleinen, aber feinen Armee geht. Na, wir haben wieder ein oder zwei Verwundete dazu bekommen. Ja. Aber alles noch im Rahmen, denke ich. Na gut, wir lassen sie jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Wir werden sie jetzt nicht direkt zur nächsten Militärmission schicken. So sehr quälen tun wir sie nicht. So, die Leute sind da. Der erste Fischer kommt hierhin und darf hier nun arbeiten. Dann sagen wir, hier wird Fisch verkauft natürlich. Wir werden aber, denke ich, nicht sofort hier den Marktplatz besetzen. Wir warten erstmal noch einen Moment. Wir haben ja auch noch ein, zwei Sachen mehr zu erledigen. Zum Beispiel hier das Holzfällerlager noch besetzen. Oder das hier unten. Ach nee, nicht das Holzfällerlager, das Sägewerk war das, ne? Auch nicht. Haben wir das schon gemacht?
Okay. Na, umso besser. Dann können wir hier direkt die nächste Fischhütte, die gerade fertig geworden ist, besetzen. Zack. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch 5 Tage. Dann können wir wieder Beförderung aussprechen. Das werden wir bei den Fischern da unten direkt machen. Und hoffentlich kommen dann auch direkt neue Siedler, denen wir die neuen Jobs zuweisen können. Wir können uns in der Zwischenzeit vielleicht auch mal so ein bisschen noch mit dem Kloster beschäftigen. Hier noch ein, zwei Verschönerungen hinbasteln. Das machen wir aber mit Klostersachen. Zum Beispiel. Ja, andererseits, es ist halt auch echt langweilig, ne? Wenn wir jetzt hier nochmal so einen Zaun bauen. Was wir machen könnten, ist, da haben wir dann quasi so einen Durchgang. Das ist ja auch irgendwie doof, ne? Da haben wir hier direkt an der Tür. Dann machen wir das lieber. Ey. Hallo. Obwohl, so könnte das schon funktionieren. Ah, nee, nee, gefällt mir nicht. Nee, das machen wir nicht. Das sieht irgendwie halbherzig aus. Machen wir das doch so. Und dann können wir von hier an nur so einen kleinen Zaun noch setzen, der in diese Richtung zeigt. Ah, nee, nicht in die Richtung. Dahin, genau. Dann geht das hier noch so zum Turm rüber. Das einigermaßen aus. Ja, noch ganz schick. Muss da jetzt echt noch was gebaut werden? Tatsache, die brauchen da 5 Holz für. Naja, gut. Okay, dann können wir davor vielleicht noch mal 1, 2, 3 so eine Blumenbeete setzen. Und hier vorne vielleicht noch einen Baum. So. 2 neue Dorfbewohner. Sehr schön. Das kommt mir sehr gelegen. Und dann 2 Tage, bevor wir hier die Beförderung aussprechen können. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Dann hoffe ich mal, dass die schnell genug da sind, dass wir die auch noch zu Fischern machen können. Weil dieser Beförderungs. Ein Mönch nähert sich unserem Dorf. Ist er schon da? Nee, jetzt gleich. Na, sehr schön abgepasst. Können wir ihn nicht verpassen. Ach, genau, jetzt habe ich meinen Satz gar nicht zu Ende gebracht, was ich eben sagen wollte. Ja, dann können wir die Fischer quasi zu Fischern, die Leute, die neuen Bewohner zu Fischern machen und sie dann befördern, weil es ist ja oft so, oder passiert relativ fix, dass dieser Beförderungsbutton dann nicht mehr da ist, weil es dann zu spät ist. Das gilt es dann jetzt zu verhindern. Können wir dich jetzt schon anwählen? Nee, noch nicht. Okay. Kloster ist fertig. Ein weiteres Mal. Schauen wir uns das mal an. Ja, doch. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, das gefällt mir. Wunderbar. Sehr schön. Kann sich sehen lassen. So, wo ist er denn, der Mönch? Da kommt er. So, ich möchte dem Klerus helfen. Und was brauchen die? 50 Holz. Naja, wenn es denn das ist nur. So. Sehr schön. Da haben wir wieder 10 Punkte bekommen. Jetzt sind wir bei 42. Und unser monatlicher Gewinn ist deutlich wieder angestiegen. Ja, wahrscheinlich durch die ganzen Beförderungen, weil die Leute dann jetzt halt auch mehr kaufen.
Merken wir so jetzt grundsätzlich erstmal nicht, wenn ich auf die Waren schaue. Nee, nee, eigentlich sieht das gut aus. Und Leute, was mir gerade auffällt, unsere Bierproduktion ist richtig schön angestiegen, jetzt da wir die dritte Brauerei gebaut haben. Wunderbar, das läuft wie am Schnürchen. Und was ich ja auch nochmal gucken wollte, das habe ich jetzt mehrere Male schon vergessen, wie es mit den Waffen aussieht. Können wir die, würde die einer kaufen? Ja, tatsächlich. Waffen können gekauft werden. Dann machen wir das mal. Wir werden Schwerter verkaufen. Haben wir sogar schon eingestellt. Wir werden jetzt aber nur noch 10 für uns behalten. Super. Okay, und dann können wir jetzt Beförderungen aussprechen. Aber ich möchte zuerst nochmal. Ja, wunderbar. Sehr schön. Und jetzt sagt man, dass wir noch genug. Nee, dafür hat es nicht mehr gereicht. Naja, nicht so schlimm. Und dann werden wir jetzt die Beförderung aussprechen. Und zwar für unsere Fischer nicht. Und den Bergarbeiter natürlich auch. Dann das mit der Kleidung. Das scheint noch wunderbar zu funktionieren. Und auch Nahrung sieht wirklich fantastisch aus. Ich glaube, dann können wir hier nochmal wieder 5 befördern. 2, 3, 4, 5. Okay, cool. Und hier wird tatsächlich das erste Haus gebaut, Leute. Sehr, sehr schön. Auch dieser Plan ist wieder aufgegangen. Ah, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Sehr schön. Ah, fantastisch. Wirklich fantastisch. Ja, Weg blockiert, da können wir leider nichts machen. Hier fehlen immer noch die Materialien für den Bau. Schaut mal, das habe ich die ganze Zeit vergessen. Ja, was hat es mit diesem gefärbten Glas auf sich? Moment, war da nicht irgendwas im Kloster? Winzerei? Bienenzucht? Kräutergarten? Nee. Nee, da ist nichts. Na gut. Apropos, wir könnten ja auch noch mal die Bienenzucht jetzt bauen. Ja, Leute, dann können wir auch Honig produzieren und auch den könnten wir dann verkaufen. Und ich würde sagen, das basteln wir mal so ein bisschen außerhalb hier hin. So, 30 Bretter, 5 Werkzeug und wir können dann auch noch mal was anderes bauen. Ja, Winzerei. Ja, das wäre natürlich auch so eine Sache. Wein aus Trauben und Fässern her. Ja, wir haben jetzt natürlich noch keine Fassproduktion. Aber belassen wir es jetzt erstmal mit dem Honig. Das ist auch eine schöne Sache. Und was wir auch machen könnten, Leute, wir haben doch hier noch Beeren. Lasst uns hier die Beeren doch auch noch mitnehmen. Forsthaus. Da, Sammlerhütte für Beeren. So. Damit unseren Baumeistern auch ja nicht die Arbeit ausgeht. Ja, hier oben möchte ich eigentlich nichts mehr machen. Hier oben Schmiedberg ist eigentlich auch so ziemlich ausgebaut. Das Einzige, was ich jetzt langsam erwarte, ist, dadurch, dass wir jetzt auch schon wieder 10 Gemeine befördert haben, also Leibeigene zu Gemeinen, dass jetzt hier irgendwann neue Fachwerkhäuser entstehen. Aber bisher habe ich da noch nichts gesehen. Aber im Endeffekt waren das ja auch, ich sag mal, meine ich jetzt nicht abwertend, nur Bauern, die wir befördert haben. Die wohnen ja. Oder haben die? War hier noch genug Platz, sodass sie da einziehen konnten? Ich weiß es gerade gar nicht. Wo?
Probieren wir es einfach mal aus mit ein, zwei Bauern, die wir stichprobenartig raussuchen. Sie ist eine Gemeine. Und ja, sie wohnt tatsächlich hier schon in einem Fachwerkhaus. Das heißt, da wird keins mehr gebaut. Dann nehmen wir nochmal Abaltuccio. Er ist auch ein Gemeiner. Und er wohnt auch schon in einem Fachwerkhaus. Naja, gut, okay. Anscheinend ist das mit dem Bau des Fachwerkhauses wohl doch noch nicht an der Zeit. Oder ich habe den Bau verpennt. Das kann natürlich auch sein. Ja, sehr schön. Hier wird schon kräftig gebaut. Haben wir schon wieder neue Dorfbewohner? Nein, noch nicht. Ich werde überlegen, wie viele waren das hier? Zwei Kräuterkundler. Wir haben insgesamt fünf Mönche. Wie viele? Genau, Schlafräume haben wir noch genug. Wir könnten nochmal fünf Mönche holen. Und jetzt die Frage, wie viele arbeiten in so einer Bienenzucht? Wird uns noch nicht angezeigt. Ich würde sagen, es sind dann auch vielleicht ein oder zwei. Wir werden es dann gleich sehen. Ein Wohnhaus wird ausgebaut. Okay. Ich kann überlegen, wird das jetzt ein Fachwerkhaus? Neuer Bewohner, hervorragend. Das wäre natürlich extrem cool. Ne? So weit außerhalb der Stadt haben wir dann hier plötzlich ein Fachwerkhaus. Na, mal schauen. Mal schauen. Die Sammlerhütte ist auch schon fertig. Und ja gut, ihm fehlt es jetzt an Komfort, weil er ja quasi gerade sein Haus abgegradet bekommt. Das ist okay. Und Leute, hier entsteht ein Wohnhaus nach dem anderen. Das ist ja wirklich fantastisch. Ja, jetzt fehlt es uns tatsächlich nur an Dorfbewohnern, ne? Und da haben wir momentan so einen kleinen Engpass. Wir haben gerade einen neuen dazu bekommen, den möchte ich jetzt ungern hier in die Sammlerhütte stecken. Wir könnten ihn hier als Markthändler zuweisen. Ansonsten haben wir sämtliche Jobs aufgefüllt. Ja. Die Mönche werden, also ich gehe stark davon aus, dass die Reichen werden. Ja, Leute, kommt. Er wird hier der Markthändler. Nächste Wohnhaus ist fertig. Fehlt nur noch eins. Moment, kann es sein, dass mit den Kräutern der Wein hergestellt wird? Das fällt mir gerade so auf. Das habe ich jetzt eben irgendwie nicht so ganz beachtet. Nee, Trauben und Fässer waren es tatsächlich nur. Was macht man denn mit den Kräutern, verdammt? Bin etwas überfragt. Na, aber gut, vielleicht ist meine These, die ich letztens aufgestellt habe, tatsächlich so, dass das einfach noch nicht im Spiel ist. Naja, ich meine, das kann ja sein. Und Mönche sind jetzt hier gerade hingerannt und haben sich Fisch geholt. Hast du das richtig gesehen? Okay. Haben wir den Mönchen damit ja auch einen Gefallen getan.
Das Haus wird jetzt hier voraussichtlich auch fertiggestellt. Jawohl. Ah, Leute, schön hier so ein Haus im Wald. Das ist ja auch eine feine Sache, ne? Sehr, sehr schön. Ja, damit haben wir unsere Fischer hier quasi auch angesiedelt und haben hier ein sehr, sehr kleines, bescheidenes Fischerdorf errichtet. Die Arbeitsplätze sind alle besetzt. Wir haben momentan nur noch hier die Bienenzucht oder die Imkerei am Laufen. Und wir kriegen nochmal zwei neue Dorfbewohner. Sehr schön. Da weiß ich schon, was wir mit denen machen. Die werden dann hier Sammler eingestellt. Ja, aber ansonsten haben wir momentan keine weiteren Großprojekte. Nee, ist alles fertig. Wie geht's unseren Soldaten? Geht's denen wieder besser? Ah ne, falscher Bildschirm. Hier muss man ja rein. Ja, einer hat sich erholt, die anderen sind leider immer noch verletzt. Aber okay. So, hier hinten wollte ich hin. Warte jetzt hier noch auf die Imkerei. Dann wissen wir, wie die aussieht. Und mein Bald bringt auch gerade die fünf Werkzeuge, die noch nötig sind. Und dann wird das wahrscheinlich auch fertig sein. Sieht ganz danach aus. Da kommt der gute Mein Bald. Nee, kommt er nicht. Da ist er. Sehr schön. Da ist die Imkerei fertig. Ja, zwei Mönche brauchen wir dafür. Die sind schon hier vorhanden. Und da werden sie jetzt auch automatisch zugewiesen. Sehr, sehr schön. Okay. Also das läuft dann auch. Gut. Ja, Leute. Ich habe es angesprochen. Das Fischerdorf machen wir noch fertig. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir das in dieser Folge schon hinkriegen. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir da ja noch eine Folge für brauchen. Aber wir wollen das jetzt hier auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Oh, aber hier, guck mal, das schauen wir uns trotzdem noch mal an. Ah, es ist ja herrlich. Da ist der gute Mann, Colvin. Colvin ist jetzt hier unser Imker. Oder einer von zweien. Ja, Leute. Damit ist jetzt das Let's Play von Foundation offiziell beendet. Wir haben jetzt hier so ziemlich alles erschaffen, was es geht. Okay, zugegeben, mal abgesehen von diesem mechanischen Brunnen hier, den wir einfach nicht bauen können. Aus welchen Gründen auch immer. Das nervt mich auch wirklich. Aber ihr habt es gesehen. Wir haben das Ding platziert, haben den Bau begonnen. Baustelle ist, hat sich weggebuggt und jetzt können wir keinen neuen platzieren. Ja, sehr schade. Das Kreuz, das wäre eine Aufgabe, die würde wahrscheinlich über 50 weitere Folgen gehen. Ich glaube, das ist ein Ding, das ja, ist für ein Let's Play einfach zu krass. Ja, und ansonsten glaube ich, ist unser Dorf wirklich ein beschauliches, oder man muss ja eigentlich fast sagen, Kleinstadt, ne? Der Flusswald ist wirklich zu einer beschaulichen Kleinstadt herangewachsen, die ein eigenes Fischerdorf hat, die eine eigene Minensiedlung hat, Schmiedberg, die eine eigene kleine Festung hat mit Kapelle und allem drum und dran, die wirklich eine Menge Bauernhöfe und Nahrungsproduktion hat, die hier nochmal eine Nebensiedlung hat und hier auch. Also das sieht doch wirklich, wirklich schön aus. Und ja, ich muss sagen, Foundation hat mir außerordentlich gut gefallen. Was heißt hat? Tut es auch immer noch. Und ich werde es auch ja, definitiv noch weiterspielen. Und ich gehe stark davon aus, dass noch ein, zwei Sachen in der Early Access Phase ins Spiel reinkommen, was Content angeht. Und
Ja, dann werden wir definitiv zwischendurch nochmal gemeinsam hier in Foundation reinschauen. Ich werde diesen Speicherstand hier auf jeden Fall nicht löschen. Ganz im Gegenteil, ich werde ihn in die Cloud hochladen. Und dann werden wir uns das nochmal gemeinsam angucken, wenn was Neues kommt. Ja. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Foundation war ein ziemlich gut laufendes Let's Play bei mir auf dem Kanal. Und ich hoffe, ich konnte euch damit gut unterhalten. Ich kann mich nur wiederholen, mir hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht. Okay, Leute, dann hoffe ich, dass wir uns an einem anderen Let's Play irgendwann wiedersehen oder vielleicht in einem Livestream. Und ja, bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.